know I can prosper. No imposter, prosecute my posture. I stand up and I stand by you. What? I am a freedom fighter, the name that history wrote. Was geht, Leute? Magic Scorps ist auch mal wieder am Start für euch auf dem Vibes Clan Channel. Und Leute, wir vertreten heute hier den Dominik mal, weil der gerade mitten im Stress ist für schulische Sachen zum Lernen. Ja, wir haben den gerade extra nochmal schön angerufen, damit wir nochmal schön abfacken können beim Lernen. Und also der ist total im Lernfieber, bei dem geht gar nichts mehr. Genau, deswegen vertreten wir ihn heute. Und zwar machen Jascha und ich heute hier mal das Themen-ABC. In Call of Duty, genau. Also über. Zum Beispiel Jascha fängt jetzt an mit dem Buchstabe A und muss dann irgendeinen Begriff dazu halt sagen, dann geht das immer so weiter, A, B, C und so weiter. Wer dann am Ende irgendwie mehr Buchstaben nicht gewusst hat, der hat dann halt verloren. Und ich würde sagen, wir starten direkt und Jascha fängt an mit dem Buchstaben A. Ja Leute, da unsere Schulfähigkeiten oder Schulreife noch nicht so weit ausgeprägt ist, mussten wir uns das ABC auch nochmal auf ein Blatt Papier aufschreiben, weil sonst hätten wir die ganze Zeit bei jedem Buchstaben nochmal von neu anfangen können zu zählen, was auch immer. Auf jeden Fall geht's los mit A. Also natürlich A, Lieblingsschwitzer für die AN94 aus Black Ops 2, Alter. Okay, bei B passt perfekt die Ballista, die Sniper aus Black Ops 2. Ballista, was der will. Bei C gibt's Claymore. Genau, bei D gibt's die DSR. DSR 50, Alter. Damit habe ich Hitmarker gegeben, nicht nochmal. E, was ist bei E? Du hast es gerade schon fast gesagt mit dem EM. Ach, EM1. So. Oder EMP. Sorry Leute, wir wurden gerade ganz kurz gestört. Also jetzt sind wir wieder beim Buchstaben F und da fällt mir Fall ein oder FAL aus Black Ops 2. Bei G gibt's die G36C. Okay. Oh, okay, weißt du überhaupt, was für eine Waffe das ist? Nö. Ein MW3, Alter. Jetzt sind wir bei H. Da gibt's die Hundestaffel. Bei I gibt's IMR. Stimmt. Bei J gibt's die Karte Jemen aus Black Ops 2. Ach, kommst du jetzt schon mit Karten an, hä? Ja, es ist ja alles Leute, zu Call of Duty. Merkt ihr, Niklas fuckt mich schon ab, ey. Du bist bei K. Bei K gibt's K1 Einheit. Englisch! Nix, Englisch, nix, Kenntnisse, das zählt Freund. Nicht. Es gibt, ja. So, es gibt Waffen mit K, das weiß ich. Ja, dann gibt's da eine. Warte, wie sagen? K5. Das stimmt. Ich hätte jetzt KSG gesagt. KSG, Alter. Junge, kannst du hier nicht malen? Das ist L. Ein C. Das ist ein L. Ja, Leute, Niklas vertauscht ein C mit einem L. Nein, jetzt sind wir beim L. Okay, warte, lass mich kurz überlegen. Bei L kommt Lama. Genau. Ja, Alter, was ist denn bei L? Oh, mir fällt gerade echt. Die Lynx aus AW fällt mir dazu ein. Da die L118A. Ja. M. M. MSR. MSR, die N. N. Gibt's überhaupt was mit N? Ja. Wow, Alter, ich. Was gibt's denn da bitte? N. Soll ich dir einen Tipp geben? Was denn bitte? Das hast du einmal erreicht. Nuklear. Ja. Stimmt, dann läuft die einfachsten Dinger, kommt man wieder nicht, ey. O. Warte. Warte, nicht sagen. Ihr könnt ja zu Hause mal selber miträtseln, was euch dazu, Alter, einfällt. Was gibt's so, bei O? Junge, das ist das, ey. Wenn du das nicht weißt, ich glaube, du kannst aufhören zu zocken. Was, Tryharder Gerät Nummer 1. Ich hab. Ah, Orbital. Ja, er kommt nicht drauf. Jetzt mal bei P, da gibt's die PDW. Oh, das war die schlimmste Waffe. Q, die QBB-LSC. Jawohl, beste MP3-Waffe. Bei R, schnallt dich an, Remington. Ja, Niklas ist der Standard-Abfucker. Das war sauber. Bei S gibt's die SAC 3. Die ist auch bald, Junge, im Einzelmodus gibt. Darauf wird so geschwitzt. T, was gibt's bei T? Thermalvisier. So, hast du mir nur Abfucker-Begriffe oder so? Wenn ich die scheiß Buchstaben bekomme. UAV. UAV? Ja, ja. Kommst du denn schon wieder mit dem englischen Scheiß an? Nee, bei U, Urban oder wie die eine Map heißt. Ja, Urban, ja. Die DLC-Map von Advanced Warfare. Die kleine da. Okay, bei V, jetzt sind wir bei V, Alter. Die Walken. Walken. Aus AW. W. Boah. W, da muss ich selber ein bisschen überlegen. Was gibt's denn da mit W?
Auf jeden Fall kommen jetzt die richtig krassen Buchstaben. Witwenmacher. Was? Das war in Black Ops 1. Ernsthaft? Ja, so heißt die Killstreak. Da hast du ein ganzes Ding, so eine ganze... So, keine Ahnung, so ein paar Zucker-Ding oder so auf der Schulter und dann hast du da so 4 Schüsse oder so. Okay, jetzt sich bei glaub, X, das Alter. So. Da weißt du. Ne? XPR. Ja. Aus Black Ops. Ich habe jetzt fast alle Sniper gehabt aus Black Ops 2. Mir fehlt nur die SVU. Und sonst habe ich alle Sniper aufgezählt. Ja, du bist ja auch der größte Hardscoper, Alter. Y. Toll. Oh, was gibt's da? Y, Alter. Y. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dazu gibt's nichts. Man könnte Jemen, aber ich weiß nicht. Aber ich glaube, Jemen, die wird echt mit J geschrieben. Also Leute, wenn euch irgendwas zu Y einfällt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Was ist das mit Y? Das würde uns echt interessieren, ob es irgendwas mit Y gibt. Bestimmt heißt irgend so ein Designer davon, von den Maps so mit Y. Aber dann hey, also sonst fällt nichts ein. Das heißt, du kriegst schon mal einen Strich, weil du jetzt einfach nicht wusstest. Geh weg, mit Y gibt's gar nichts. Okay, ich hab Z. Da gibt's natürlich... Warte, Leute, das hat er mir schon, bevor wir das Video gemacht haben, hat er mir schon direkt gesagt, dass es was mit Z gibt. Und haltet euch fest, was er zu mir meinte. Natürlich Zähigkeit. Ja. Zielsucher, du Schwuchtel, meine Freunde. Da kam er an mit seinem Zielsucher. Du hast die größten Abfuckerbegriffe nur genannt. Na, ich meinte natürlich Zähigkeit, also mit Zielsucher will ich nicht spielen. Locker. Du doch nicht. So, das war's eigentlich jetzt schon wieder von unserem Video. Im Hintergrund habt ihr irgendein Gameplay, denke ich mal, von uns gesehen. Von uns oder von irgendeinem anderen Member aus dem Vibes-Clan. Das wissen wir noch nicht so ganz. Müssen wir mal gucken. Das war's eigentlich vom Video. Ihr könnt ja mal bei uns auf dem Kanal vorbeischauen. Links unten in der Videobeschreibung, denke ich mal. Bestimmt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Und Leute, nicht vergessen, immer schon Magic bleiben.